So, die Musik ist gerade ausgegangen. Und ich muss noch eine Zigarette drehen. Heute geht es jedenfalls, ich verfüge über Max Gold. Ja, ungeduscht, geduzt und ausgebuht. Ein Buch, das jeder kennen sollte. Max Gold. Vielleicht aus den Kolumnen in der Titanic. Ich weiß es nicht. Max Gold. Vielleicht hat er auch schon mal gesagt, mit DT in seiner vorberühmten Zeit. Jedenfalls ungeduscht, geduzt und ausgebuht. Das war ein kleines Stück mit einer Zeichnung von Bernd Polenz. Und das Ganze 1989. Das war der Averbal Verlag. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Dann gibt es weiterhin aus dem Haffmanns Verlag Schließ einfach die Augen und stell dir vor, ich wäre Heinz Klunker. Das sind ausgesuchte Texte von 91 bis 94. Ja. Mein alter Freund aus Osnabrück sagt immer, wer es tragen kann. Max Gold. Die Kugeln in unseren Köpfen. Auch Haffmanns Verlag. Umschlag von Michael Sover, hat jeder gesehen sofort, ne? 95. Aus dem Haffmanns Verlag. Ganz toll. Und lesen wollte ich aber den Anfang von aus dem Buch Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau. Natürlich auch Haffmanns Verlag. Und ich lese aus Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zwittau. Im Postskriptum meiner vorletzten Kolumne bemerkte ich mit der lakonischen Beiläufigkeit, die unsere waschechten Melancholiker eigen ist, dass ich mich mit dem Gedanken getragen hätte,
einen Artikel über unbeliebtes Obst und insbesondere über Quitten zu schreiben. Nicht nur das Leserecho war überwältigend. 14 Zuschriften sind für einen Off-Broadway-Kommunisten geradezu Waschkorb-Dimension. Auch die Augen all der Menschen, denen ich in U-Bahnen, Straßen und Spelunken begegne, in denen ich mich befördern lasse, beziehungsweise meine Wampe lüfte, beziehungsweise meinen von Alter und Entbehrung gezeichneten Leib mit den Segnungen des Alkohols versorge, scheinen zu sagen, ja, besorg's uns, sonderbarer Herr, besorg's uns mit einem Quittenartikel. Bevor ich aber nun die Quitte in das verdiente Scheinwerferlicht der Leserneffen und nicht auf Aufmerksamkeit schiebe, einige Bemerkungen über die Guave. Auch diese genießt wenig Ansehen unter uns Deutschen. Hand aufs Herz. Rümpfen wir nicht bisweilen innerlich die Nase oder runzeln die Brauen, wenn wir im Feinkostladen unvermittelt einer Guave gegenüberstehen. Ja. Ich müsste jetzt eigentlich meine Lesebrille aufsetzen, um hier weiter zu kommen. Da steht noch Käse aller Art, welches auch 365 herumgetanze, Schwirr im Schädel. Ah, es ist wirklich. Das Alter macht der Augen einen Streich. Also, und mit Fug und Recht haben wir sie zusammen mit ähnlich langweiligen, süßen Tropenflops in jene sämigen, stark chemisch riechenden Fluten verwandelt, welche skrupellose Geschäftemacher in Flaschen gefüllt als Multivitamintrünke auf den Markt werfen. Und zwar, um unsere Ehen zu zerstören. Es ist nämlich so, der unnatürliche Geruch, welcher uns aus der Multivitaminflasche entgegenströmt, rührt von Substanzen aus dem Vitamin B-Komplex. Diese stinken aber leider nicht nur selbst, sondern erzeugen auf der Haut der Safttrinker unangenehme Ausdünstungen wie Knoblauch oder schlimmer. Noch ahnt niemand, wie oft es schon vorgekommen sein mag, dass ein Partner seine Partnerin oder seinen Partner oder aber eine Partnerin ihren Partner bzw. ihre Partnerin mit schmierigen Absichten an sich zog, dann aber das an sich ja geliebte Wesen jäh von sich stieß, weil er oder sie es nicht mehr riechen könne. Die Räume unserer Gerichtsgebäude, in denen Scheidungen vollzogen werden, sind förmlich gefüllt vom ständigen Widerhall jenes dubiosen Geräusches, welches beim Öffnen einer Vitaminsaftflasche erklingt. Vielen wird dieses unbekannt gewesen sein,
Und von Flensburg bis Passau neuerdings ja auch von Wismar bis Weimar, von Usedom bis an die Unstrut, ahne ich Hände, die mir dankend entgegengestreckt werden. Aber ich wehre dies bescheiden ab und sage, nein, ihr braucht nicht zu danken und zu wallfahren. Ich bin älter und erfahrener als ihr. Und wenn mein Wissen euch auf eurem weiteren Lebensweg vor Schaden und Scheidung bewahren kann, dann hat mein Herz nicht ganz umsonst geschlagen, wenn es einmal eines kirchenglockengrauen Tages einfach nicht mehr schlagen mag. Das Durchschnittsalter der Leser dieses Magazins ist, glaube ich, 15 oder so. Und diese Generation schätzt wieder einen gewissen öligen Ton. Genau weiß ich es aber ehrlich gesagt nicht. Nun endlich zum ungeliebten heimischen Obst, der Quitte. Gewiss aber wird der Leser Verständnis dafür haben, dass es der inneren Dramaturgie dieses Aufsatzes bekömmlich ist, wenn ich erst einmal einige Bemerkungen über unser zweitunliebstes Obst, den Kürbis, mache. Diesen liebt ja schier niemand. In Nordamerika ist es üblich, im Oktober Kürbisse vor seine Haustür zu legen, um Autofahrern zu signalisieren, dass es Oktober ist. Zu Halloween holt man sie dann ins Haus und lässt sie unter Anteilnahme der ganzen Familie feierlich verfaulen. Pumpkins going back. Nur noch einige Traditionisten machen sich die Mühe, Kürbistorte, Pumpkin Pie, zu backen, welcher dann in Aluminiumfolie gewickelt in den Kühlschrank gegeben wird, um dann einige Wochen später mit großem Hallo und Igitt gleichfalls in den Abfall zu wandern. Verständlich ist, dass der Mensch sich Gedanken darüber macht, ob ein so ansehnlicher Gegenstand wie der Kürbis für den Verzehr etwas tauge. Wer von uns hat nicht ein Poster über dem Bett hängen, auf dem steht, so ein Kürbis ist schon ein prachtvolles Ding. In einigen Regionen, zum Beispiel der Steiermark, macht man aus seinen Kernen ein gutes Salatöl. Darüber hinaus ist es aber unbegreiflich, dass die Menschheit nach all den qualvollen Jahrtausenden des sich Ekelns und des Kürbisgerichte ins Klo gießens partout nicht zu der Erkenntnis gelangen will, dass ein Kürbis das Aroma einer ungelüfteten Umkleidekabine hat und dass es unmöglich ist, dieses mit noch so großen Mengen von Starkschmeckern wie Curry oder Essig zu übertünchen. Ja, wann kommt die Quitte, fragen wir uns alle. Jetzt. Nun aber endlich flugs und stracks und schwupps zur Quitte. Vorher muss ich aber noch einige, ich verspreche, kurze Gedanken über die Angewohnheit der Fernsehmacher loswerden. Beiträge über Schlösser, Ölgemälde, lauschige Gärten, Kultur also, mit der ewig gleichen barocken Gitarrenmusik zu unterlegen. Kaum sieht man irgendeine alte Gießkanne auf dem Bildschirm,
kommt dieses Geklimpere. Haben die Fernsehfritzen denn kein anderes Tonband? Ich befehle hiermit, die nächste Sendung über Springbrunnen, Teepavillon, Porzellanmanufaktur, der Abwechslung halber mit alten Cindy- und Bertschlagern zu unterlegen. Und mir selbst befehle ich, nun endlich zur Quitte zu kommen. Bedauerlicherweise, und das ist das Schwierigste an diesem Aufsatz, ist die Quitte überhaupt nicht kommentarintensiv. Deswegen haben sich auch Starjournalisten wie der legendäre Erich, Erwin, Egon, Emil Kisch nie zur Quitte geäußert. Zwei von diesen Vornamen hatte er bestimmt. Ich weiß aber nicht welche und mein Lexikon ist irgendwo verbuddelt. Mein Gott, ich hätte aber auch wirklich ein anderes Beispiel wählen können. Zum Beispiel Karl Tucholsky. Doch ebenso wie eine gute Köchin aus einem Stiefel ein Festmahl bereiten kann, so ist ein guter Kommentar auch aus einer Quitte ein Delikatesse. Was? So kann auch ein guter Kolumnist aus einer Quitte eine Delikatesse-Kolumne zaubern. Talent habe ich ja welches. Mein Interesse hat die Quitte durch den Umstand gewonnen, dass ich einerseits in den Auslagen jedes besseren Obstladens Quitten in stattlicher Anzahl auffindbar finde, aber andererseits auch nie in meinem Leben jemand eine Quitte haben kaufen sehen. Um diesen Verhalt kreist sich der einzige mir bekannte akzeptable Quittenwitz. Es ist keineswegs ein besonders gelungener Witz, aber bei einem so raren Genre wie dem Humor mit direktem Quittenbezug darf man nicht wählerisch sein. Ein Mann kommt zum Obsthändler und sagt, ich hätte gern einen Doppelzentner Quitten. Das war jetzt noch nicht der ganze Witz, aber schon ziemlich komisch. Was will der Mann denn mit derart vielen Quitten? Und wie will er die denn ganz alleine tragen? Aber weiter im Witz. Der Obsthändler packt ihm darauf die Quitten ein. Auch wieder witzig. Welcher Obsthändler hat denn schon so große Tüten? Der Mann zahlt und fragt den Händler, kann ich bitte eine Quittung haben? Ende des Witzes. Ja, hier. Ja, Max Gold, der schreibt dann immer weiter, ne? Seine Kolumne endet zwar immer, aber geht immer weiter und ja, ich weiß auch nicht, ob das hier Quitten sind auf dem Teller. Egal, jedenfalls, jedem sei empfohlen, die ein oder andere Quitte von Max Gold zu lesen. Ich habe es immerhin auch getan.